Dann machen wir weiter auf Deutsch, glaube ich, in dem Fall dann auch. Und zwar, genau, mit Christian Heinrich von Citaso und Bernd Wojanek von Wittenstein. Und ihr Thema ist ja, das Thema digitaler Zwilling. Genau. Und wie zukunftssichere Integration von Lösungen rund um den digitalen Zwilling gelingt. Bitte schön, ich gebe Ihnen die Bühne. Vielen Dank. So, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Christian Heinrich von Citaso, Softwareentwickler in Augsburg. Citaso ist eine Software-Dienstleistungsfirma und habe hier Bernd Wojanek, einen Anwender von Wittenstein, dabei. Und wir steigen jetzt auch schon direkt ein ins Thema, weil es sind nur 20 Minuten. Thema ist, es gibt keinen Grund mehr zu warten, zukunftssichere Integration von Lösungen rund um den digitalen Zwilling. Digitaler Zwilling ist ein massiv überladener Begriff, deswegen erstmal eine kurze Hinführung zum Thema und gemeinsames Verständnis, was ist denn ein digitaler Zwilling? Also wir haben in der physischen Welt reale Objekte verschiedenster Natur, sogenannte Assets, und Asset ist letztendlich alles, was irgendeinen Wert hat für ein Unternehmen. Das können einzelne Komponenten sein, aber auch Verträge, Prozesse oder ganze Anlagen. Und die überführe ich dann in die virtuelle Welt mit Hilfe eines digitalen Zwillings. Also der digitale Zwilling ist die virtuelle Abbildung eines realen Assets. Und so ein digitaler Zwilling hält dann unterschiedlichste Informationen vor. Laser geht nicht. Also zum Beispiel Echtzeitdaten, historische Daten, können 3D-Abbildungen sein oder einfach auch nur Stammdaten. Die habe ich im digitalen Zwilling und daraus befülle ich dann oder füttere ich Applikationen. Und diese Applikationen sind dann zum Beispiel Anwendungen, die eine 3D-Visualisierung machen. Also die kann ich aus dem digitalen Zwilling bedienen. Auch ein digitales Typenschild nimmt womöglich jetzt die Stammdaten vom digitalen Zwilling und repräsentiert sie als digitales Typenschild. Ein Status-Dashboard, jetzt zum Beispiel OEE, braucht Zeitreihen, Echtzeit- und historische Daten aus dem digitalen Zwilling, Performance Analytics ebenso. Und so gibt es eine weitere Reihe von Applikationen, die auf dem digitalen Zwilling aufbauen. So, jetzt große Herausforderung ist, dass digitaler Zwilling, da kann jeder machen, was er will. Also ein digitaler Zwilling als solcher ist ja nicht definiert, was es ist. Und das macht es halt dann auch schwierig, solche Applikationen zu bauen, weil ich ja dann für jede Anwendung mir wieder überlegen muss, wie bekomme ich denn jetzt die Daten aus dem digitalen Zwilling und was mache ich damit? Deswegen jetzt die Idee, das zu standardisieren über eine sogenannte Verwaltungsschale. Also das ist der Standard. Der standardisierte digitale Zwilling ist die Verwaltungsschale oder auf Englisch Asset Administration Shell. Und jetzt an der Stelle die Frage in die Runde, wer kennt denn den Begriff Verwaltungsschale oder hat davon schon mal gehört? Ja, okay. Okay, also Verwaltungsschale ist der standardisierte digitale Zwilling zu einem Asset. Asset ist das reale Produkt und der standardisierte digitale Zwilling ist das Informationsmodell, das die Informationen zum Asset vorhält, in einer strukturierten Art und Weise, die eben hier nochmal aufgeschrieben von der Plattform Industrie 4.0 definiert wurde. Also das ist ein Standard nach IEC 63278. Es ist normiert. Das ist klar beschrieben, wie so eine Verwaltungsschale aussieht, welche Werte wie dort abgelegt werden können und somit einheitlich. Und ich tue mir wesentlich einfacher bei der Integration. Also Integration ist bei uns als Software-Dienstleister halt ein Riesenthema. Deswegen vereinfacht es an der Stelle wahnsinnig. Wenn ich jetzt, die Verwaltungsschale baut auf mehreren Säulen auf. Also was macht die Verwaltungsschale aus? Zum einen habe ich den Identification Link. Also ich will zu einem spezifischen Asset, den digitalen Zwilling, die Verwaltungsschale haben. Also muss ich jedes Asset eindeutig identifizieren können. Dazu gibt es eben auch einen Standard, auf dem er aufbaut. Und zum anderen habe ich für verschiedene Use Cases, für verschiedene Anwendungsfälle unterschiedliche Informationsmodelle. Also wenn ich sage, ja, mich interessiert jetzt der Use Case eines digitalen Typenschilds, dann habe ich hier ein Teilmodell, digitales Typenschild, das genau beschreibt, welche Informationen so ein digitales Typenschild beinhalten muss. Und zudem
sind dort mit der Semantik, also wirklich eine standardisierte Semantik auch hinterlegt, meist mit E-Class, wo dann drin steht, was denn ein Feld wirklich bedeutet. Also da steht dann zum Beispiel der Herstellername drin und das ist dann auch klar, dass das der Herstellername ist, was das bedeutet oder das Herstellungsjahr des Assets. Also ich habe digitalen Zwilling mit einer Semantik, das ist dann eben maschinenlesbar und menschenlesbar. Semantik auch standardisiert über E-Class zum Beispiel, ist ein Riesenkatalog, der diese Semantik eben mitbringt, auf den ich dann referenzieren kann. So ist es menschen- und maschinenlesbar. Und dadurch erreiche ich eine höhere digitale Wertschöpfung und bin auch mit dem Standard Hersteller- und branchenneutral. Also es ist ein Standard, den jeder letztendlich implementieren kann, kostet nichts. Und spannend wird halt so ein Standard, wenn ich es herstellerübergreifend anwende. Also wenn ich jetzt Komponenten zum Beispiel ausliefer und der Anlagenbauer will die Komponente integrieren, kann er auf den, und die Komponente bringt einen digitalen Zwilling mit, kann ich den halt direkt auch verwenden, integrieren. Die Schnittstelle ist klar beschrieben, wenn es eben eine Verwaltungsschale ist. Macht es halt wesentlich effizienter. Und spannend wird die Verwaltungsschale vor allem dann, wenn ich zum einen herstellerübergreifend, aber auch über den ganzen Lebenszyklus sie verwende. Also ich kann eine Verwaltungsschale für mein Asset schon bei der Bestellung des Getriebes anlegen. Sag ja, leg sie an und reiche sie an während der Produktion, liefere die Verwaltungsschale mit aus mit dem Getriebe, mit dem Asset und kann es dann bis zum Recycling letztendlich mitführen. Spannend dann auch bei Themen wie digitaler Produktpass oder hinsichtlich Product Carbon Footprint und solche Use Cases dann. Genau, ich darf jetzt auch nochmal Mehrwerte aus Perspektive von Wittenstein, von einem Hersteller von Antriebssystemen auch schildern, was wir so unsere ersten Schritte mit der Verwaltungsschale als digitaler Zwilling waren und im Unternehmen wie bei Wittenstein mit 6 verschiedenen Business Units, die in weltweite Märkte verschiedene Branchen liefern, ist genau dieser Standard eigentlich der Mehrwert, den wir da drin sehen, dass wir diese ganzen Datenfragmente, die wir im Unternehmen haben, eben standardisiert weltweit in diverse Märkte verteilen können. Und erster Schritt war eben genau der Identification Link auf den Produkten. Jedes unserer Serienprodukte, wie eben auch dargestellt, hat auf dem Typschild einen Data Matrix Code seit 2019 angebracht. Und dieser Data Matrix Code führt eben auf das Wittenstein Service Portal, wo man als Use Case genau die Themen digitales Typschild, Inbetriebnahme und Service unserer Produkte abgedeckt haben. Technisch abgebildet ist es eben so, dass das Service Portal die Wittenstein Applikation ist, die eben auf diese Verwaltungsschalen in der Cloud drauf zugreifen und da eigentlich so eine Art unser digitaler Touchpoint sind. Also wir leiten unsere Unternehmensdaten aus unserem PLM, aus dem ERP-System, die alle on-premise liegen, in die Cloud, in ein standardisiertes Format aus und geben es da eigentlich unseren Anwendern, unseren Kunden, unseren Partnern dann eben auch geschützt einfach zur Verfügung, um dort weitere Use Cases umzusetzen. Für uns, was war so der Mehrwert? Wir haben einerseits auch wirklich die Papierdokumentation reduziert. Die Produkte, die wir jetzt ausliefern, haben keine umfangreiche Betriebsanleitung mehr, sondern wirklich nur noch eine zweiseitige Anleitung, was halt gesetzliche Mindestanforderungen sind. Haben dadurch eben auch Größenordnung so 200.000 Euro Druckkosten im Jahr auch gespart, weil wir es jetzt einfach digital ausliefern, was eigentlich so ein Projekt auch fast schon mit dem ersten Jahr auch refinanziert. Weitere Anwendungsfälle, die wir eben hatten, ist eben genau diese fertigungsbegleitende Messdatenerfassung, also auf Losgröße 1. Wir können jetzt jedes Produkt individuell vermessen, können zu dem individuellen Produkt da eben auch die individuellen Eigenschaften ermitteln und die auch den Kunden, den Anwendern für die Inbetriebnahme zur Verfügung stellen. Und ich denke, ein großer Mehrwert, wir haben halt einfach auch die Datensilos aufgebrochen, die bei uns in den Unternehmen vorherrschen, begründet einfach durch IT-Systeme, durch Schnittstellen, durch verschiedene auch Abteilungen und alles, was dann eben in die Verwaltungsschale synchronisiert wird, ist einfach dort standardisiert und dann eben auch für alle geschützt zugreifbar. Wir haben weitere digitale Services drauf aufgebaut, wie unseren Synapse Monitor, unseren Teach-In. Da verbinden wir also den digitalen Zwilling mit unseren smarten Produkten, also ein sensorisiertes Getriebe, sensorisierter Antrieb, sodass wir die Echtdaten dann auch mit den ganzen Produktdatenmodellen verbinden können und das im Shopfloor beim Kunden.
Und das führt uns dann ja wirklich dazu, dass wir auf Basis der Verwaltungsschale auch neue Geschäftsmodelle eben aufbauen können, sei es durch fertigungsbegleitende Daten, die wir jetzt erfassen und ausbringen können, oder eben durch digitale Services. Und ich denke, auch das ist mit der Verwaltungsschale, geht mir wirklich eine Reise. Also auch morgen ist die Verwaltungsschale noch zukunftssicher. Einerseits, weil sie halt auf diesen Standard begründet ist. Andererseits, weil sie auch einfach evolutionär auch weiterentwickelt wird. Typ 1 der Verwaltungsschalen ist einfach nur noch ein Datenaustausch, ein standardisierter. Der Typ 2 ist dann eher auch der dynamische, das, was wir bei Wittenstein implementiert haben, wo ich online einfach Daten abrufen kann über Software-Applikationen. Und dieser Typ 3 ist jetzt auch zum Beispiel Halle B6 an der TU München auch zu sehen, sind ja wirklich Agentensysteme auf Basis der Verwaltungsschale, um beispielsweise auch so einen Fertigungsablauf dann automatisiert zu entwickeln. Und das baut alles aufeinander auf und es ist auch bei Wittenstein eigentlich auch laufende Forschungsprojekte, die aus diesem Projekt entstanden sind, auf Basis der Verwaltungsschale, sowas wie die KI-Fabrik Bayern, Montage eines Antriebssystems oder eben auch Distributed Ledger Technologie mit IOTA, dass wirklich sicher die Daten und transparent nachvollziehbar die Daten auch speichern kann oder eben auch Dinge wie der digitale Produktpass, was eher Richtung Regulierung dann interessant wird. Und denkt, daraus wird auch ersichtlich, das kann nicht einer allein gestalten, das ist dann wirklich das, wo gemeinsam gestaltet werden muss. Und Christian, dann du nochmal. Genau, also das ist eben der Punkt, wir wollen nicht nur Geräte miteinander vernetzen, sondern auch uns Menschen und die Unternehmen miteinander vernetzen und das gemeinsam die Digitalisierung gestalten. Also zum einen, wichtiger Punkt ist, glaube ich, hier auch die IDTA, also die Industrial Digital Twin Association, als Verein gegründet vor kurzem. Es ist ein Expertennetzwerk, in dem wir als Xitaso auch seit letztem Jahr sehr aktiv sind. Dort eben uns auch austauschen zu Use Cases. Auch Teilmodelle werden dort spezifiziert und auch das Qualitätsmanagement dort etabliert, dass man wirklich dann schaut, ist es wirklich dem Standard entsprechend. Also wir bringen uns da als Xitaso stark ein, vernetzen uns dort mit anderen Unternehmen und treiben da auch gerade in der Open... Ja, das zählt aber nicht zu meiner Zeit, oder? Es kommt noch Spanisch, Französisch. Danke dafür. Ja, gerade in der Open Technology Gruppe ist es sehr spannend, weil dort wird eben auch wirklich werden Open Source Komponenten entwickelt, zu finden auch unter admin-shell.io auf GitHub. Und das ist auch ein Grund, warum ich sage, es ist keine, braucht man nicht länger warten. Man kann wirklich off-the-shelf Komponenten, fertige Komponenten nehmen, ein Repository, in dem Verwaltungsschalen leben können, aufbewahrt werden können, kann man sich dort ziehen und wirklich loslegen mit einem standardisierten digitalen Zwilling. Und jetzt möchte ich noch kurz auf den Use Case bei Wittenstein eingehen und dort die Architektur skizzieren, die wir dort gebaut haben, weil genau die Architektur und dieses Vorgehen sich halt wirklich bei vielen Projekten etabliert hat und wir da einfach wirklich Muster kennen, die wir bei anderen eben auch wieder so verwendet haben. Deswegen hier ganz kurz, also bei Wittenstein Datensilo SAP in dem Fall. Wir haben das SAP Datensilo genommen, gespiegelt, wir haben es SAP Drop genannt, also eine MS-SQL-Datenbank auf Azure und von dort über Azure Functions einen ETL-Prozess, also Extract, Transform, Load, haben die Daten aus SAP genommen, in Submodell-Templates überführt, also die Submodell-Templates sind Teilmodelle nach dem Verwaltungsschalenstandard und ein Mapping hinterlegt, welche SAP-Informationen muss denn wo in das Teilmodell rein und haben es dann in das Verwaltungsschalen-Repository geschoben. Und das ist halt wirklich ein Muster, das ich bei ganz vielen Projekten so gesehen habe. Auf das Repository zeigt dann oder verwendet es
REST API, auch nach dem Verwaltungsschalenstandard. Das alles auf Azure gehostet und kann dort mit Verwaltungsschalen-Viewer, Wittgenstein Service Portal oder viele andere Services einfach da auf den Standard zugreifen. Also was habe ich an der Stelle geschafft? Ich habe meine Datensilos, in dem Fall SAP, in einen Standard überführt und über eine standardisierte REST-Schnittstelle für die Welt freigegeben. Und jetzt beim IDTA sind wir gerade dran, eben dieses Repository nach dem Standard entwickelt sich auch weiter, jetzt hier das neu zu bauen, also die Weiterentwicklung zu bauen. Das eben kann als Open-Source-Komponente sich jeder beziehen und damit loslegen. Was wir jetzt bei Xitaso machen, ist, dass wir sehen, ja, dieses Muster, genau das hier, das brauchen halt viele Kunden. Deswegen gehen wir her und sagen, wir bauen daraus ein Produkt. Also wir haben dieses Repository mit der standardisierten REST-Schnittstelle und einen Viewer dazu gibt es als Amnestics. Also ich kann hier direkt loslegen, nehme den Template-Builder, der mir dabei hilft, diese Verwaltungsschalen-Templates zu bauen. Ich muss nicht Spezifikationen lesen, sondern ich nehme den Builder, baue die Templates, befülle sie über den ETL-Prozess. Das ist Projektarbeit. Die machen wir gerne und stellen das dann so zur Verfügung. Amnestics ist über Azure Marketplace zur Verfügung gestellt in Zukunft, aber kann auch on-premises laufen. Und so habe ich hier diese Standardkomponente, die wir immer wieder verwenden können, in Projekten weitertreiben. Ich muss auch sagen, es ist noch under construction, aber hier kondensiert letztendlich unser Wissen rund um die Verwaltungsschale und wir entwickeln es nach und nach weiter. Und das kann man direkt jetzt nehmen und loslegen mit dem standardisierten Zwilling. Und wenn man jetzt hier noch einen Schritt weiter geht, dann gibt es hier jede Menge Use Cases rund um das Thema. Und Amnestics sehen wir hier halt als Kern, als der Standard, der in der Mitte ist. Aber wir als Xitaso sehen uns halt auch auf der Use Case-Ebene. Wir nehmen unsere Kunden mit, machen die Strategie zur Digitalisierung, also digitale Zwillingsstrategie, eine Roadmap aufzeichnen und erarbeiten auch die ersten Use Cases mit ihnen. Also wo ist denn jetzt die Low-Hanging Fruit? Wie können wir denn wirklich loslegen? Oft ist es einfach das digitale Typenschild, da habe ich schon den ersten Durchstich, ich habe meinen Identification-Link, ich habe mein erstes Silo aufgebrochen und habe die Verwaltungsschale im Zugriff. Also genau diesen Use Case sieht man jetzt zum Beispiel bei uns dann auch auf dem Stand. Wir sind auch auf dem VDMA-Stand bei B5.3.18. Da haben viele Komponenten da drinnen einen QR-Code drauf, den kann man scannen, sieht man jetzt einen Amnestics-Viewer und auch die Komponenten. Bei uns am Stand ist es ein KUKA-Roboter mit digitalem Typenschild und der zählt die Goodies, die er ausgibt. Also kommt vorbei, lasst uns vernetzen und zusammen die Digitalisierung gestalten. Also ich würde mich sehr freuen, wenn man dann im Nachgang noch zum Gespräch sich bei uns trifft oder hier oder beim VDMA-Stand. Vielen Dank, das ist die letzte Folie. Super.